Na, jetzt ist es doch soweit. Hallo. Also mein Name ist Mario Walz. Ich bin eine Seele im menschlichen Körper. Du hast ja auch schon vieles gesagt, Bauchi. Eigentlich ist ja schon vieles gesagt worden, gerade eben die Filme, die haben auch schon alles gesagt. Ich kann eigentlich mich zurücklehnen und den Tag so geschehen lassen. Letztendlich ist es einfach, das Leben ist einfach. Dummerweise haben wir es einfach vergessen. Wie funktioniert das Leben? Es ist eine Seele, die Leben erfahren möchte. Sie erschafft sich einen Raum, in dem sie Materie sein kann, in dem sie ein Körper sein kann, erschafft einen Geist. Der Geist ist unser Verstand. Der Verstand ist eigentlich nur dazu da, um unser Leben zu organisieren, um zu regeln, wie alles funktioniert, wie alles geht, wie ich Auto fahren kann und gleichzeitig telefonieren und eventuell noch irgendwas trinken kann. Der Verstand kann hervorragend Sachen machen und dafür soll er auch genutzt werden. Das Problem ist, dass die Entscheidungskraft unserer Seele, die Intuition, völlig vernachlässigt wurde. Hört ihr mich? Ja, ne? Wir haben es eigentlich vergessen und dem Verstand im Prinzip die ganze Macht gegeben, unser Leben zu bestimmen. Und das ist das Problem, weil der Verstand eigentlich zu klein ist. Er kann nicht weit gucken. Man erkennt es darüber, dass die Wahrnehmung, die unser Leben bestimmt, vom Verstand geregelt wird. Wir können unglaublich viele Dinge wahrnehmen. Der Verstand kann nur 10% oder wie auch immer. Ich kann nicht mit Zahlen, das ist nicht mein Ding. Er nimmt auf jeden Fall nur sehr wenig wahr. Diese Wahrnehmung bestimmt aber unsere Realität. Weil die Seele hat uns nämlich einen freien Willen gegeben. Mit diesem freien Willen können wir erschaffen, was immer wir wollen. Und jetzt ist das Blöde, dass wir mit dem Verstand diese Realität erschaffen. Der Verstand wird geprägt, indem wir... Kann ich auch so reden? Gut. Der Verstand wird geprägt, indem wir auf die Erde kommen und dann die ersten 14 Jahre sammeln. Also doch höher. Okay. Also, gut. Weil das ist ein bisschen Blödsinn direkt vor der Nase. Also, der Mensch kommt auf die Erde, sammelt 14 Jahre lang, weil er dann auch nicht fähig ist, seine eigene Realität zu erschaffen. Sammelt von seinen Eltern, sammelt von der Lehre, von der Schule, von allem, von dem ganzen kompletten Umfeld. Alles das, was ihn prägt. Mit 14 kommt der Mensch dann so weit in die Phase, dass er selbst Realität erschaffen kann. Das tun wir alle. Diese Freiheit ist uns gegeben. Das Doofe ist, wir haben vergessen, dass wir Intuition lernen sollen und dass die Intuition uns dahin führt, was unsere Seele haben möchte. Und das ist letztendlich glücklich sein. Auch wenn die Seele letztendlich irgendwas haben möchte, eine schlimme Erfahrung oder wie auch immer, das ist ein anderes Konzept, also beziehungsweise gehört dazu. Nicht alles ist schlimm, was irgendwie schlimm ausschaut. Das gehört einfach zu der Erfahrung, die die Seele haben möchte. Aber sie möchte auf jeden Fall immer glücklich sein. Und das können wir, indem wir einfach unserer Seele zuhören. Aber wie gesagt, wir haben vergessen, der Seele zuzuhören. Das ist die Intuition. Der Verstand beginnt einfach die Realitäten dementsprechend zu erweitern, also aufzubauen, wie es geplant und wie es gelernt hatte. Das heißt, wir gehen gegen die ganzen Ängste, die wir bekommen haben. Und das ist genau das Problem, wo wir heute Abend hängen. Was ich nämlich gesehen habe, es gibt viele tolle Ideen, die heute Abend eben stattgefunden haben, aber sie finden meistens auf einer Symptomebene statt. Das heißt, wir wollen unsere Realität verändern, wir wollen frei sein, wir wollen leben, wie es uns gefällt. Das geht aber natürlich nicht, wenn wir ständig in Gedanken sind, die uns von Angst geprägt sind. Und diese Angst, die halt allgegenwärtig ist und die noch in uns steckt, ist das, was uns selbst hindert. Das heißt, wenn wir frei und autark sein wollen, und Bauchi hat es ja vorhin schon erzählt, es gibt nur eins, irgendwie das zu tun, was ich will. Und zwar, da muss ich fühlen, ganz tief in mich rein und alle Ängste rauskicken. Und dann Vertrauen haben. Und Vertrauen ist ein Konzept, was irgendwie in dieser Welt relativ wenig gelehrt wird. Und schon weniger, die meisten haben halt Misstrauen und irgendwie leben in ihren komischen Angst- und Mangelgedanken. Und dementsprechend realisiert sich diese Realität. Weil wir eben den freien Willen haben, unsere Möglichkeiten so zu erschaffen, wie wir es wollen. Das heißt, wenn ich in Mangel denke und in Angst, realisiert sich genau dieser Mangel und genau diese Angst. Wenn ich aber anfange, in Vertrauen zu denken und einfach zu glauben, ich bin im Fluss, alles funktioniert, dann realisiert sich das. Natürlich ist es schwierig, dahin zu kommen, aber es gibt genügend Beispiele, die beschreiben, dass es tatsächlich geht. Dein Leben funktioniert so. Und mein Leben funktioniert auch so. Ich habe mit 23 angefangen zu sagen, okay, irgendwas läuft völlig schief in meinem Leben. Ich mache nur noch das, was ich will. Und das ziehe ich seitdem durch. Und das klappt. Ja, das ist hervorragend. Das kann jeder von euch. Und ich habe einfach, deswegen, ich habe ein Vertrauen.
Ich vertraue mir selbst, meiner Realitätskraft, Schöpferkraft und meiner Seele. Und ich habe mittlerweile so viel gelernt und so viele Möglichkeiten bekommen. Ich sehe Dinge, die andere Leute nicht sehen können. Ich kann in faszinierende Welten wahrnehmen und ich kann meine Realität so gestalten, wie ich es möchte. Ich habe 3 Kinder und ich habe kein Problem. Also Finanzen, es kommt links rein, es geht rechts raus. Und ich habe ich habe Vertrauen, dass ich gesund bleibe. Ich habe keine Krankenversicherung, weil brauche ich nicht. Ich werde nicht krank, weil irgendwas ist. Wenn man sich seinem Leben vertraut, ein Team hingibt und einfach wirklich sich selbst folgt in seiner Seele und dem Gedanken, der in einem drin ist und seine Intuition eben eingegeben wird, dann kann man alles erschaffen. Am Anfang ist es manchmal schwierig und man muss auch nicht irgendwie in der Armut leben oder sowas, oder du machst es auf deinen Weg irgendwie. Ich merke halt, ich brauche Luxus und ich lebe auch irgendwann mit einem Schloss, das weiß ich, und ich weiß, dass ich das hinkriege. Aber das funktioniert. Ja. Ja, klar. Ich meine es aber anders. Also das heißt irgendwie, ich mag es irgendwie, was ich mich mit Luxusdingen umzugeben, aber ich habe auch nicht so viel, also ich benutze das auch wirklich nur das, was ich wirklich brauche. Nee, eben, das ist der Punkt. Genau, und das wollte ich ja damit auch ausdrücken. Ich brauche es nicht. Ich gönne es mir. Das ist ein Unterschied. Das heißt, ich habe irgendwann mal, obwohl ich keine Ahnung habe von Autos, beschlossen, wenn ich schon Auto fahre, dann fahre ich einen Oldtimer und das Ding läuft. Und da ich weiß, dass das Ding läuft und nie kaputt geht, geht das Ding nie kaputt. Außer, er hat mir was zu sagen, weil ich achte auf diese Möglichkeiten um mich herum, weil im Prinzip ist alles, was wir erleben, Resonanz. Wie du auch gesagt hast, Kugelwelt, da möchte ich nachher noch vielleicht noch drauf näher eingehen. Wir sind tatsächlich Wesen, die jeder eine eigene individuelle Kugel erschaffen. Und mit dieser Kugel habe ich meine eigene Wirklichkeit. Und jetzt im Augenblick ziehe ich mit meiner Kugel eure Kugel quasi an und wir haben eine gemeinsame Realität erschaffen. Materie da draußen, alles existiert nicht. Es existiert nur das, was wir hier gerade erfahren und erleben. Und das Leben ist in ständiger Bewegung. Und mit dieser Kugelwelt kann ich alles erschaffen. Nee. Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Ich bin das erste Mal hier oben. Okay. Und das Verstand ist genau das, was irgendwie die Angst ausmacht. Weil der Verstand, wie ich vorhin ja meinte, irgendwie die kleine Variante unseres Lebens ist. Der Verstand ist wichtig und wichtig, genauso wie der Körper wichtig ist. Das ist auch irgendwas, was oftmals unterdrückt wird oder was schlecht geredet wird. Der Körper hat seine Richtigkeit und damit gelebt sein in allen seinen Möglichkeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man seine Bedürfnisse auch lebt. Dass man sie erkennt und dass man sie wahrnimmt und dass man sie auch dementsprechend auch, ja, sich gönnt, das zu tun. Das gehört einfach zum Leben dazu, das zu erleben, was man leben möchte. Und wenn man sich selbst das gönnt, dann gönnen das die anderen einem auch. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich erzählen wollte, genau. Mein Auto. Das ist nämlich wirklich ganz krass, wenn meine Realität so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann hat das alles irgendwie auch, dann sehe ich, was um mich herum passiert. Dann sehe ich, wenn ich irgendein Erlebnis habe, was mir nicht gefällt, warum mir das nicht gefällt, weil es eine Botschaft für mich hat. Dann gucke ich hin irgendwie, was hat es zu bedeuten? Und dann gucke ich in mir selbst und stelle heraus, okay, hier ist ein kleines Problem, das ich lösen muss.